Wusstest du, dass Gefühle messbar sind? Dazu gibt es Emotionsforscher, die unter anderem für die Werbeindustrie an Menschen Gefühle testen, um herauszufinden, welches Produkt beim Endkunden besser ankommt. Wenn wir unsere Probleme kennen, können wir laut Emotionsforschern besser Probleme lösen. Ja, dann brauche ich auch keinen Therapeuten mehr. Ich selbst habe mich jahrelang nicht gefühlt. Ich habe einfach nur funktioniert. Ich habe einfach nur funktioniert. Und diese Taubheit hat sich so ein bisschen stumpf angefühlt, als würde etwas fehlen. Aber ich konnte das nie benennen. Unser Gehirn ist dafür zuständig, Gefühle zu produzieren, ob ich sie jetzt fühlen kann oder nicht. Und unsere Verhaltensweisen lassen sich von genau diesen Gefühlen leiten. So, wie komme ich jetzt an meine Gefühle ran? Der erste Schritt ist achtsames Beobachten. Mir persönlich hat es geholfen, mich in stressigen Momenten zu beobachten. In stressigen Momenten geht ganz viel in einem vor und da komme ich besser dran, was ich fühle und was ich denke. Das heißt, ich beobachte, was sind denn da für Gedanken, die gerade hin und her rasen und was geht da in meinem Körper vor. Nur beobachten, nicht verurteilen. Über die Gedanken in dem Moment nachzudenken, das schult und stärkt die Achtsamkeit. In diesem Prozess wollen wir nicht nur herausfinden, warum wir so denken oder direkt eine Lösung finden. Es geht nur darum, zu beobachten. Um weiterhin auf dem Laufenden zu bleiben, abonniere gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Dann wirst du immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Wenn ich nicht beobachtet werde, hilft es mir, die Augen zu schließen und ein wenig runterzukommen und mich einfach nur zu beobachten. Und spätestens hier spüre ich schon meinen inneren Antreiber. Also ganz ehrlich, Samara, mit dem Rumsitzen und nichts tun, wird die Arbeit nicht von alleine fertig. Also steh auf, beweg deinen Hintern. Küche wartet noch auf dich. Es ist noch Wäsche im Trockner. Spülmaschine muss ausgeräumt werden. Außerdem warten noch die Hausaufgaben von den Kindern. Steh auf und beweg dich. Das wird sonst halt nichts. Durch achtsames Beobachten, was in dir vorgeht, findest du sehr viel über dich heraus und all die inneren Anteile, die dich verrückt machen. Im nächsten Schritt beobachte ich ganz genau meine Körperwahrnehmung. Was meine ich mit Körperwahrnehmung? Ich spüre, was sich in meinem Körper tut. Habe ich ein Kloß im Hals? Das ist mir vorher nie bewusst gewesen. Aber durch das Beobachten fühlst du das. Das kann man nicht wegdrücken. Du fühlst, ob dein Herz zu schnell schlägt. Du spürst, ob dein Bauch verkrampft ist, ob dein Nacken verspannt ist, ob eine Schwere um deine Brust herum liegt. Und auch hier geht es nur darum, wahrzunehmen, was du in deinem Körper fühlst, ohne dich dafür zu verurteilen, was du fühlst. Und es geht nicht darum herauszufinden, bin ich jetzt traurig oder glücklich, sondern Körperwahrnehmung. Was geht in meinem Körper gerade vor? Und danach erst, im dritten Schritt, wenn ich meinen Körper gecheckt habe, was da vor sich hingeht, mache ich mir Gedanken und überlege, welche Gefühle könnten hinter diesen Körperwahrnehmungen stecken. Wenn ich zum Beispiel, was immer mal wieder vorkommt, ein Kloß im Hals merke, dann steckt bei mir oft Wut dahinter, weil ich meine Meinung nicht sagen kann. Oder ich spüre die Schwere auf meiner Brust. Da steckt oft Traurigkeit dahinter. Wenn du diese Körperwahrnehmung spürst, aber kein Gefühl dahinter herausfindest, ist das nicht so schlimm, denn Übung macht den Meister. Wusstest du eigentlich, dass es hunderte von Gefühlen gibt? Es gibt die sogenannten Grundemotionen, die unterteilen sich in Angst, Ekel, Ärger, Wut, Freude, Liebe, Scham, Traurigkeit und Überraschung. Es gibt eine Gefühlstabelle, die kannst du dir auf Google mal anschauen. Und zwar ist das ein Gefühlsrad. In der Mitte sind die Grundemotionen und dann sind die nochmal unterteilt. Passend dazu gibt es nochmal Unteremotionen, nenne ich sie. Das heißt, wenn du in der Körperwahrnehmung bist und erstmal fühlst und nicht weißt, was dahinter stecken könnte, kannst du dir gerne mal dieses Gefühlsrad anschauen. Vielleicht kommst du deinen Gefühlen damit ein wenig näher. Du wirst eventuell nicht sofort an jedes Gefühl rankommen, aber üben. Bleib bei deinen Körperwahrnehmungen und beobachte deine Gedanken. Du wirst mit der Zeit immer besser und sensitiver für das Gefühl, was wirklich dahinter steckt. Es gibt noch einen Zwischenschritt, den ich erst Jahre später angefangen habe zu machen und der mir sehr geholfen hat, Muster zu erkennen von Gefühlen, die sich bei mir immer wiederholen, ohne dass ich es gemerkt habe. Und zwar kannst du dir abends, bevor du ins Bett gehst,
Gedanken machen oder wenn du magst auch Notizen machen über die Gefühle, die du am Tag hattest. Wie hast du dich heute gefühlt und was ist im Tag so passiert? Wer war bei dir? Wie hast du dich davor und wie hast du dich danach gefühlt? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten heute? Wie hast du dich vor der Neuigkeit gefühlt und wie danach? So kannst du besser identifizieren, warum du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Und kannst eventuell Muster erkennen, die sich ständig wiederholen und dafür sorgen, dass du zum Beispiel weniger Nachrichten schaust, weil du danach immer wieder in Sorgen bist. Oder die Nachbarin, die dich immer vollplappert und du dich danach immer schlecht fühlst, dass du ihr aus dem Weg gehst und weniger mit ihr sprichst. Kenne ich aus eigener Erfahrung. Im letzten Schritt geht es darum, deinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Wenn die Gefühle in unserem Körper feststecken, dann blockieren sie uns. Und wenn wir sie fließen lassen, wenn wir ihnen Ausdruck verleihen, dann können sie endlich gehen und wir fühlen uns entlastet und entspannt. Wenn du herausfindest, dass du zum Beispiel wütend bist, kann es helfen, wenn du dich sanft bewegst, ja, eine Wand wegdrückst, leicht auf ein Kissen bockst, den Körper ein wenig schüttelst, springst. Das hilft, die Energie der Wut ein wenig nach außen zu leiten und das auf ganz sanfte Weise. Also nicht aggressiv vorgehen, weil das macht oft noch mehr Wut. Bei der Traurigkeit hilft mir zum Beispiel Tanzen. Ne? Vielleicht ein trauriges Lied hören, dabei tanzen, vielleicht fließen dann die Tränen. Und so findet die Trauer einen heilsamen Weg rauszugehen. Die Trauer mag es auch, wenn ich darüber rede, darüber schreibe, eine liebe Freundin habe, mit der ich darüber sprechen kann. Bei diesem gesamten Prozess sei liebevoll zu dir selber. Wenn du spürst, dass du weiterhin unterdrückst, dass du dich weiterhin betäubst, um deine Gefühle nicht zu fühlen. Wenn du spürst, dass du vielleicht die Übung machst und trotzdem keine Gefühle dahinter finden kannst, sei liebevoll mit dir, denn an die Gefühle ranzukommen, braucht Zeit. Es ist wie bei einer Ausbildung. Es braucht Zeit und Geduld und Lernen. Immer wieder üben, wahrzunehmen, was in deinem Körper vorgeht, was du dafür Ausdrücke empfindest, wie schnelles Herzklopfen, Kloß im Hals und so weiter und so fort. Und wenn du das erstmal geübt hast, Schritt für Schritt, werden sich deine Gefühle zeigen. Teilt dieses Video gerne. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und bis bald.